präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Männer, also ich muss euch wirklich sagen, diese Firma macht mich manchmal sprachlos. Ladies and Gentlemen, was geht denn? Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Mein Name ist Bentastic, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video und zu dieser kleinen Überraschung, wie ich finde, weil Heidewitzka, damit habe ich nicht gerechnet. Also in den letzten paar Tagen war ja so ein bisschen was unterwegs, ne? Man wusste ja jetzt nicht unbedingt, okay, Tots ist jetzt vorbei. Was kommt denn jetzt eigentlich noch? So, und eigentlich war die halbe FIFA-Welt schon auf der Bestellliste für Formel 1, ja? Muss man ja eigentlich so sagen, wie es ist, ne? Alle Welt wartet eigentlich nur drauf, dass Formel 1 losgeht. Aber dann, Jungs, die Shapeshifter sind zurück. Ich fasse es nicht, dass man jetzt nach dem Team of the Season die Shapeshifter bringt. Das finde ich irgendwie witzig. Ich muss tatsächlich sagen, ich werde verstehen, dass es manche gibt, die das total scheiße finden. Aber Jungs, das ist wild. Das ist absolut wild, das nach dem Tots zu bringen. Also bin ich sehr, sehr gespannt. Und wir gucken uns das Ganze jetzt an. Jungs, wenn euch dieses Video gefällt, ich würde mich selbstverständlich über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar. Ganz, ganz wichtig, ohne Kommentare sind wir überhaupt nichts, ja. Dementsprechend, ich freue mich über jeden Satz, den ihr schreibt. Und natürlich, mit dem Abonnieren-Button auf jeden Fall kein Video verpassen. Kostenloses Abo. Ich hoffe, du bist auf jeden Fall dabei. In diesem Sinne, wir schauen uns jetzt die Shapeshifter an, Ladies and Gentlemen. Hey, Footfans. Wir haben übrigens jetzt gerade bei mir Freitag 23 Uhr, ne? Also ich habe bis jetzt noch nichts gesehen, ne? Hier kommen die Shapeshifter. Das Foot-Universum steht Kopf. Einige Spieler haben eine neue Position angeeignet und umfangreiche, dauerhafte Werteverbesserungen erhalten, womit sie zu brandneuen Superstars aufgestiegen sind. Team 1 ist jetzt für kurze Zeit in Packs erhältlich. Heißt, nächste Woche wird es noch ein Team 2 geben. Heißt es auf jeden Fall schon mal. Einige Spieler sind auch in SBCs und Aufgaben erhältlich, gucken wir uns gleich an. Um die Feier gebührend zu starten, gibt es eine Einzel- und Shapeshifter Team 1 Leihspielerkarte 85 plus gratis. Ja, super. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Wir sehen uns auf dem Rasen, das EA Sports FIFA Team. So, damit gehen wir in Ultimate Team rein. Und ich bin echt, wie gesagt, ich bin noch ein bisschen... Alter, was ist das denn? So ein Messi-Hasser. Ach du Scheiße, okay. Wir gucken uns das gleich an. So, wir gehen erstmal. Ah ja, hier, eins von drei Shapeshifter-Leihspielern. Da werden wir uns auf jeden Fall schon mal drei Stück angucken. Was haben wir denn hier? Robertson. Robertson ZDM. Boah, der sieht echt gut aus, ne? Als Van Dijkling. Ja gut, aber ich meine, ich muss ja... Boah, Alter, 96 Pace bei Everton. Boah. Ja, nee, ich muss ja eigentlich... Für Freundschaftsspiele muss ich ja eigentlich Robertson mitnehmen, ne? Ist ja gar keine Frage. Ist auch das Einzige, was wahrscheinlich hier groß Sinn machen wird. Okay. Wo fangen wir denn? Was? Habe ich noch was im Shop? Seltener Spielerpack? 85 plus? Wo kommst du denn her? Okay, ja. Ja. Ja, gut. Schmutz, gut. Wahrscheinlich Parejo, oder? Ne, Lorente tatsächlich. Ja, ist sogar einer der seltenen. Okay. Gut, SBC-Futter haben wir also auch schon gesammelt für diese Folge. So, gehen wir das Ganze mal durch. Und zwar, wir gehen jetzt... wo gehen wir als erstes hin? Wir gehen mal zu Ziele. Wir gehen mal zu Ziele und gucken mal. Wir haben die Shapeshifter-Tagesbelohnungen. Ja, die gibt es ja schon... Ne, da haben wir schon gesagt, ach Gott, Gerhard, ich fass es nicht. Yannick Gerhard von Wolfsburg. Aber ich muss sagen, die Karte sieht geil aus. Ne? Über die Stats kann man sich jetzt vielleicht streiten. Ne? Wahrscheinlich auch, weil die Bundesliga in der Verteidigung so ziemlich noch zu wünschen übrig lässt, muss man an der Geschichte noch sagen. Ich hoffe, dass da in Team 2 noch was kommt. Aber
Alter Schwede, eine Wolfsburg-Karte als Shapeshifter, das ist nicht verkehrt. Okay, 91 Physis, 90 Dribbling, ist nicht verkehrt. Sieht gut aus. Was muss man dafür machen? Ja, natürlich, Squad Battle. Gewinne 8 Squad Battle. Ach, Leute. Ihr wisst, wie ich über Squad Battles denke, also daher, ne, Jungs, bitte verkürzt einfach die Halbzeitlänge bei Squad Battles, wenn es geht. Pepe, 93er Stürmer, Alter. Okay. Naja, wobei, das ist natürlich 2 Sterne schwacher Fuß. Ich meine, gut, Pepe ist ja normalerweise RM, ne? Das haben die ja auch gemeint mit dem Positionsverändern. Boah, ich weiß nicht, ich finde die nicht gut. Also, ich meine, wenn ich mir so diese Karte angucke, ne? Wenn ich mir so die Stats angucke, ich frage mich bei der Karte, was machst du jetzt mit der? So, weil das Einzige, was er hat, ist Tempo. So, und ja gut, 4 Sterne Spezialbewegung, 2 Sterne schwacher Fuß ist halt nix. Das ist halt so das Problem. Also, ich bin der Meinung, Gerhard hätte man ruhig nochmal was draufpacken können. Ja, hätte man vielleicht eine 93 mal noch einknallen können. Pepe hätte man auch noch ein hochgehen können. Oder zumindest mal mit dem schwachen Fuß ein bisschen hoch. Das wäre auf jeden Fall mal nicht verkehrt gewesen. Ansonsten muss ich sagen, was muss man hier machen? Gestalt wandeln, Freundschaftsspiel. Ja, okay, gut. Da können wir ja auch mal kurz reingucken. Gestalt wandeln. Shifting Shape. Okay, das ist wahrscheinlich das hier, ne? Liegen mindestens 5 Länder, Region mindestens 3 maximale Leihspieler. Ah ja, gut, okay, das ist easy. Gut. Okay, wer Bock hat, sich den zu erzocken, kann man auf jeden Fall machen. Aber da gibt's bessere. Muss ich tatsächlich gestehen. SBC. Gehen wir mal rein. Was haben wir hier? Oh, eine eigene Shapeshifter-Kategorie, okay. Philippe, Philippe, aua! Was ist das denn? Boah! Ein RF Philippe Anderson Brasilien? Oh! Das ist natürlich ein Brett. Der ist natürlich echt ein Brett. Und gerade dadurch, dass der Brasilianer ist, alter Schwede, der lässt sich unglaublich gut linken, ey. Problem an der Geschichte ist einfach, auf der Seite gibt es schon Berardi. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob Philippe Anderson besser ist oder ob Berardi besser ist. Das ist das Problem an der Geschichte, was ich an der Karte für ein Problem habe. Was muss man dafür machen? 84er Team, Team of the Season, 86er Team, Team of the Season. Oder Team of the Week, okay. Ist aber verhältnismäßig günstig. Und wenn man bedenkt, dass man da noch ein Megapack und ein seltenes Goldspielerpack rauskriegt, das ist verhältnismäßig günstig. Also ich finde, wer den mitnehmen möchte, ich habe jetzt den 96er Berardi auf dem rechten Flügel stehen. Ne? Also bei mir wird es auf jeden Fall keinen Sinn machen, den zu machen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wenn sich die Gelegenheit gibt, kann man den auf jeden Fall machen. Ne? Ich gucke auch mal ganz kurz live, ob da noch irgendwas kam. Alles Anmelde-Upgrade, klar. Ne, ansonsten kam nichts. Okay. Gut. So, haben wir schon einen Filter? Das ist übrigens mein neues Team, was ich gerade am Bauen bin. Ist aber noch nicht komplett. Gibt schon einen Filter? Tatsache, es gibt sogar einen Filter. Ich werde ja bekloppt. Das ist ja Wahnsinn, EA. Das ist ja Wahnsinn, alter Schwede. Wow. Okay, gehen wir das Ganze mal durch. Also Everton und Gerhard haben wir schon gesehen. Mukiele. 93 Tempo. Boah. Das ist natürlich... Oh, der Franzosen-Link aus der Bundesliga. Ui. Nur mal so, Koste Quante aktuell. Wie sieht's aus, Mukiele?
170 km/h. Ja gut, der wird noch sinken, ist ja gar keine Frage. Aber ja gut, geht für die Werte absolut fit. Also geht für die Werte, geht es absolut in Ordnung. Also es ist sowieso krass, was mit dem Markt passiert, ne? Also Mukiele, die Karte ist echt stark. Hector Bellerin, auch hier habe ich so das Problem. La Liga Santander, ein 92er Linksverteidiger. Es tut mir echt leid, aber da kann man bestimmt was Besseres finden. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich nicht teuer sein wird. Auch hier können wir mal gucken. Hector Bellerin, ja gut, das ist... Das sieht man auch. Also wie gesagt, das Einzige, was ihn oben hält, ist das Rating. Ich habe Hector Bellerin letztes Jahr noch echt gerne gespielt, ne? Aber dieses Jahr muss ich sagen, die Karte haut mich jetzt echt nicht vom Hocker. Aber das hier ist Saint Just mit 99 Tempo. Alright, EA. Alles klar. Gut, warum nicht? 91 Dribbling, 93 Schuss, 93 Physis, 90 Passen. Es gibt nur ein Problem an der Geschichte. Ich meine, klar, wer jetzt natürlich eine Hullet oder einen Käuf oder so besitzt, herzlichen Glückwunsch, der kann den auf jeden Fall machen. Aber ansonsten, wie willst du denn den Bruder linken? Ich meine, ja. Ja, es ist, wenn du eine Dreierkette spielst, könntest du den theoretisch mit Van Dijk linken. Aber auch nur als gelber Link, ne? Also das ist... Boah. Holländische Links aus der Bundesliga ist immer sehr schwierig. Wobei die Karte natürlich Brecher aussieht, ne? Braucht man nicht drüber reden. Würde mich mal interessieren, auch hier der Preis aktuell. Ja, gut. Also merkt man wahrscheinlich auch, dass das... Aber ey, das geht absolut klar. Also das ist auch sau günstig, ne? Ich meine, gut, die sind jetzt alle natürlich drauf aus, wieder irgendwie Coins zu machen noch am Ende. Ist ja gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, ja, ist halt schwer zu linken. Pepe haben wir auch schon gesehen, Philippe Andersson haben wir schon gesehen. Robertson haben wir schon gesehen, finde ich eine gute Karte. Muss ich unbedingt mal ausprobieren im Freundschaftsspiel. Kalulu, was ist das denn? AC Mailand, Theo Hernandez Link. Ein Theo Hernandez Link als Innenverteidiger. Oha. Das ist natürlich wild. Mit 99 Sprungkraft. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, das einzigste Problem, was er wahrscheinlich haben wird, das ist die Größe. So 1,84. Aber ansonsten, der geht absolut klar. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein bisschen was kostet, oder? Kalulu, können wir auch mal gucken. Ei, guck mal hier, 400 km/h. Ei, ei, ei. Ja, also das ist der Preis auf jeden Fall wert. Also, es ist natürlich wirklich krass, gerade dieser Theo Hernandez Link, der ist halt wirklich verdammt böse, ne? Pierre-Emerick Aubameyang als linker Flügel. Es ist fuchsteufelswild, ne? Also, es ist wirklich, es ist ganz, ganz wild, was hier passiert gerade, keine Ahnung. Also, ich weiß nur nicht, was ich von dem halten soll. Ich weiß es ehrlich noch nicht. Hat ja so ein Player-Model. Ich weiß nicht, ich muss gestehen, ja gut, 400 km/h, so ungefähr habe ich mir das auch vorgestellt. Ich muss gestehen, vom Player-Model müsste das ja so eine Art Rashford sein, oder? Also, könnte vielleicht gut sein. Ich glaube, das Entscheidende ist halt, wie ihr den linken wollt, so. Weil klar, diese Karte ist absolut Banger. Frage ist halt nur, was wollt ihr damit machen? Was wollt ihr damit anstellen? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die hier im Raum steht. Wenn ihr einen gescheiten Stürmer habt von Barcelona, gerne rein, ne? Wenn ihr, ich muss jetzt gerade überlegen. Boah, das ist echt nicht einfach hier, ne? Aber Barcelona ist eigentlich, da kann man eigentlich immer irgendwas machen. Ich bin mal gespannt. Schreibt es mal in die Kommentare. Was würdet denn ihr mit Pierre-Emerick Aubameyang machen? Mit der Karte, würde mich mal echt interessieren. Spinazzola. Hilfe.
Also, das ist wirklich der Hammer. Und ich dachte ja wirklich, Tonali wäre schon krass. Und Tonali war, muss ich leider sagen, überhaupt nicht zufriedenstellend. Aber das hier, Spinazzola, also, auch wenn der nur 370k kostet, ne? Aber wenn man sich diese Werte anguckt, holla die Waldfee. Also das ist wirklich geisteskrank. Du musst hier wirklich für Tempo nichts mehr tun. Du kannst komplett auf Verteidigung gehen bei ihm. Und ich bin der Meinung, mit dem kann man unglaublich viel anfangen. Und das ist auf jeden Fall jemand, wo ich wirklich mein Augenmerk drauf habe. Weil das ist genau der ZDM, der mir persönlich noch fehlt. Dementsprechend muss ich mir echt überlegen, wie ich den eventuell kriege. Muss ich mal wirklich nachdenken. Ansonsten, was soll ich groß sagen? Den kannst du mit Insigne linken, gerade jetzt mit dem neuen SBC, der rauskam. Auf der anderen Seite mit Berardi ist es ein Perfect Link. Also daher, ihr könnt mit dem wirklich bauen ohne Ende, ne? Braucht man nicht viel drüber sagen, wahrscheinlich. Innenverteidigung, Maldini kommt auch noch dazu. So, wir gehen weiter. Atal ZM 99. Das ist ja Fuchsteufelswild, Alter. Ja, das ist, ja. Aber auch hier wieder die Geschichte mit dem Linken, ne? Ich will mal ganz kurz bei Atal hier was gucken. Erstmal natürlich auch hier der Preis, ne? Ach, gibt's noch gar nicht. Okay. Atal gibt es noch gar nicht. So, dann würde mich mal interessieren. Einfach mal so am Rande. Ich gehe mal kurz hier in die League A rein. Was war das? Nizza, gell? So, was gibt's denn hier? Ja, da gibt es zum Beispiel den Guiri. Da gibt es einen Guiri und einen Dante, wo es einen Perfect Link geben würde. Das wäre das Einzigste. So, weil viel mehr ist hier leider nicht. Das ist das große Problem. Oder natürlich Riyad Mahrez, ne? Kommt natürlich auch noch dazu. Könnte man theoretisch auf die Premier League umbauen. Ja, dementsprechend, ich kann mir nicht vorstellen, dass Atal viel kosten wird. Also glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Einfach weil der Link dazu einfach nicht da ist. Das ist so das große Problem an der ganzen Sache. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, nur noch zu Bängern, ne? Atal. Jack Grealish. ZOM. Ich glaube, hier hat man nicht viel gemacht, ne? Wobei der eigentlich so ziemlich auf Flügel angelehnt ist. Aber ich glaube sogar, der hat in vielen Manchester City-Partien, glaube ich, sogar schon ZOM gespielt. Ich bin mir jetzt da überhaupt nicht sicher. Aber, die Karte hier ist auch fuchsteufelswild, ne? Also, kann man, glaube ich, nichts dagegen sagen. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja den 96er De Bruyne. Und noch kein Perfect Link dafür. Das wäre jetzt auf jeden Fall eine Idee, den einzubauen. Und Jack Grealish, was willst du sagen so? Was mir so fehlt in diesem ganzen FIFA-Teil ist noch ein Raheem Sterling. Das fehlt mir irgendwie noch so. Wenn jetzt noch ein Raheem Sterling kommt irgendwie nächste Woche im Team, dann holla. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache, da bin ich ein bisschen sprachlos. Alphonso Davies als Stürmer mit 99 Tempo und 92 Schuss. Was in alles in der Welt habt ihr da in Kanada geraucht? Also, alter Schwede. Ich bin wirklich sprachlos, ne? Ich bin wirklich absolut sprachlos, was die Karte hier betrifft, ne? Die ist einfach absolut krank. Absolut krass. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Und diese 500k, was der kostet, sind auch absolut. Die sind auch absolut meisterhaft. Ja, also die sind. Das ist sogar sauber günstig, ey. Natürlich ist auch hier wieder das Problem. Und das ist bei vielen Shapeshifter-Karten das Problem, so wie ich gerade feststelle. Das Linken einfach. Natürlich hast du einen Thomas Müller, trotz der sehr, sehr gut ist, ne? Das wäre zum Beispiel eine Variante. Will man in Doppelsturm Lewandowski-Davis spielen? Geschmackssache, glaube ich. Das sind halt so diese Punkte, wo ich dann auch sage, so, ich bin mir nicht sicher.
Aber ansonsten muss ich halt wirklich sagen, diese Karte ist halt wirklich geisteskrank. Also ich weiß nicht, was die da geraucht haben, es ist wirklich brutal, ne? Genauso wie hier, ne? Eden Hazard. Und da muss ich tatsächlich sagen, das ist eine Karte, wo ich wirklich sagen muss, mit der kannst du basteln ohne Ende. Das ist Real Madrid. Isco fällt mir da ein. Vinicius fällt mir da ein. Benzema, Tots fällt mir da ein. La Liga generell fällt mir da ein. Er ist Belgier. De Bruyne, Wechsel auf die Premier League fällt mir da noch ein. Carrasco fällt mir auch noch spontan ein. Das ist wirklich etwas. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es hier wirklich teuer wird. Ja, und hier wird es auch definitiv teuer. Das sind 2 Millionen auf die Backe drauf. Das ist wirklich arg. Also, dass man Eden Hazard nochmal hier so eine krasse Karte gibt, auch damit hätte ich niemals gerechnet, ja. Übrigens, Grüße gehen raus an den Gamer. Ich kann mich erinnern, dass manche noch den Bale Champions League im Verein haben. Auch da kann ich mich noch dran erinnern. Auch das sollte man vielleicht an der Stelle noch sagen. Ansonsten, was gibt es zu der Karte zu sagen? 98 Tempo, 99 Dribbling. Ganz ehrlich, wenn ich das so sehe, scheiß auf ZOM, stell den in den Sturm. Stell den einfach in den Sturm und ja, ich denke, der Rest ist Geschichte. Glaube ich. So, und dann ist ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Heung-Min Son als Stürmer. 5 Spezialbewegung, 5 Sterne schwacher Fuß. Ich glaube, ich werde meine Meinung gleich mit dem letzten hier mitnehmen, dass man Messi eine Mittelstürmerkarte gibt mit 99. Ich muss ja dazu sagen, ne, der Gamer hat gestern das Unwahrscheinliche vollbracht. Übrigens, Grüße gehen raus an dich, ne, Bro. Der hat gestern Neymar Tots gezogen, ne? Und meiner Meinung nach war Neymar Tots, Mbappé Tots, Entschuldigung, Neymar hat er auch schon. Mbappé Tots war in meinen Augen der beste Spieler im Spiel. Ich glaube, dieser Platz wird jetzt durch Messi und durch Son. Ich glaube, jetzt wird die Frage gestellt, wer der beste Spieler im Game ist. Und ich will mal ganz kurz was nachgucken. Mbappé Tots war gestern. Mbappé Tots war gestern noch bei 4 Mille. Würde mich mal so einfach interessieren. Okay, er ist immer noch da. Okay, weil er ist out of packs jetzt. Okay. Gut, er ist immer noch bei 4 Mille. Sollte dieser Messi besser sein? Ja? Apropos Messi, will ich mal ganz kurz gucken, ob es den schon auf dem Markt gibt. Auch das würde mich mal noch interessieren hier an der Stelle. Halt, nee, nicht Team of the Season, sondern Shapeshifter. Nee, gibt es noch nicht auf dem Markt, okay. Können wir mal hier Son gucken noch? Son, gibt es den schon auf dem Markt? Ja, 4,2 Millionen. Der ist genauso teuer wie Mbappé Tots. Also es ist. Es ist Fuchsteufelswild. Jungs, wenn ihr diese Woche irgendwie noch irgendwie Packs ballert, dann viel Glück, Gentlemen. Viel Glück, Gentlemen, bei dieser Auswahl. Ich bin irgendwo geschockt, weil ich damit nicht gerechnet habe. Das ist Fuchsteufelswild. Und ich kann nur sagen, EA, Chapeau. Also das ist wirklich etwas, damit habe ich auf gar keinen Fall gerechnet. Jungs, das sind die Shapeshifter. Eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Oder sagt ihr tatsächlich, nee, tut mir leid, fühle ich nicht mehr. Hat sich für mich erledigt. Und ich würde es auch verstehen. Ich würde es auch verstehen, weil jetzt ist der wichtigste Teil von FIFA beendet. Ich bin gespannt, wer noch dabei ist und wer nicht. In diesem Sinne, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen da lassen und Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der Weekend League am Sonntag. Ich freue mich schon. Ich freue mich wirklich. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss, ciao. Reingehauen. Euer Bentastic. Auf Wiedersehen.